Und damit, liebe Freunde der guten Unterhaltung, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot Blattgrün von mir im Hube hier auf HubeTube. Ihr kennt unsere Traditionen mittlerweile schon und Bräuche, holt euch was Leckeres zu essen, was Kühles zu trinken und genießt diese Folge. Bin ein bisschen lost, was ich noch weiß ist, dass wir auch Quank verloren haben, verdammte Schande. Und auf diese blöde Insel gekommen sind. Ich glaube, jetzt müssen wir zu einer anderen Insel. Ich wollte Aokwang tatsächlich auch still zu Grabe tragen. Konnte ich aber nicht, weil es hier kein Pokémon Center gibt. Also dürft ihr nun dabei sein, wie ich mich verabschiede von meinem guten Freund. Da, schaut mal. Ao fucking Quang. Gestorben, unnötigerweise. Durch eine Guillotine. Was ein Schmutz. Sind nicht. Ach nee, die sind nicht verfügbar. Ist das. Ja, dann. Umso trauriger. Wir schleppen seine Leiche mit. Cool. Alles klar. Ich werde deswegen auch nicht Pokémon heilen. Geht's den anderen so ein bisschen gut zumindest? Ja, das sieht alles fein aus. Was muss man denn hier tun? Dieser Mann dort ist vom Prismania City hergezogen. Hat seinen kleinen Bruder einen Laden aufgemacht. Ja, okay. Kappkante. Oh, hier können wir noch was Neues fangen. Von dem her vielleicht was Geiles, Legendäres als Ersatz für Ao. Bitte? Komm? Bitte? Oh, wow. Ach, was ein Schmutz, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt haben will. Ah, was ein Dreck. Gar keinen Bock zu eigentlich. Stachelspore. Also, aber Glück, dass die dich getroffen hat, mein Freund, sonst hätte ich dich getötet. Ah, das ist doch Kot. Also wirklich jetzt. Und mit das ist doch Kot meine ich wirklich das Pokémon. So ein Schmutz. Hier in den Items sind die gar nicht, ne? Es war schon richtig, woanders zu gucken. Basis-Items, Pokébälle. Abfahrt. Yay, Samurzel. Wahrscheinlich das nächste jetzt gleich Mewtwo oder so. Das ist mein Hass auf Samurzel. A.K.A. Eichelmann. Nur verstärkt. Ja. Mann, guck mal, passt perfekt. Ja, aber das geht wieder, ne? Ja, schön. Das fucking geht wieder. Ganz großartig. So, ich weiß gerade nicht, was ich tun muss und es ist so frustig. Hey, ultimative Attacke, diese Elementarklasse perfektioniert, eingesetzt. Das Tornupto. Nein, ich hatte Unrecht. Ach, Mann. Ich will das alles nicht. Ich hätte, glaube ich, zur Insel 3 gemusst. Ich will das nicht. Zu irgendeinem anderen Dude oder so sollte ich. Was ist das? Entertainment und Snacks. Spielhalle. Ja, geil. Boing, boing. Hast du schon das Sprungspiel ausprobiert? Die Pokémon, die daran teilnehmen. Boing. Also, wusstest du das? Ja, boing. Auf jeden Fall weiß ich, dass da ein Item ist. Ich glaube, das schabulieren wir uns nochmal. Und dann gehen wir halt auf Island 3. Was ein Schmutz. Danke, Tornupto. Okay, Ofen. Pudersand. Das verstärkt, wenn ich mich recht entsinne, Eisattacken. Brauchen wir nicht. Kannst auch nicht, ne? Ja. Natürlich ist die Strömung zu stark. Der einzige Ort auf diesem Planeten, wo die Strömung fucking zu stark ist. Schmutzspiel. Part hätten sie schenken können. Das Kack-Eilands. Okay. Hallo, Biker-Gang-Typ. Hier, dem muss ich, glaube ich, helfen. Den Lärm und die Aufregung, die ihr Leute hierher bringt, brauchen wir nicht. Wir bitten euch, nach Kanto zurückzukehren. Hä, woanders. Unser Boss kommt gerade. Sobald eingetroffen ist, werden wir eine exzellente Motorradshow vorführen, die unvergesslich ist. Was? Nicht in deinem Leben.
Verschwinde jetzt von der Insel. Wer erledigt das für mich? Ja, haben wir doch gerade alles schon gehabt. Oh. Ich würde das gerne erledigen. Alter, das ist halt Schmutz an diesem Spiel, ne? So, hier müssen wir mal ein bisschen schneller machen. Ich würde das gerne erledigen, aber was muss ich denn tun? Ach so, Scheißdreck. Yippie. An diesem Tag an gehört die Insel uns. Och Mann, das ist halt so ein Schund. Ich sollte zu irgendeinem Typen, das weiß ich noch. Hoffen wir so sehr, dass er hier drin ist und es hier nicht dunkel ist. Wow, Tri-Erlernpfad. Hey, du, wie geht es dir? Du fragst, was ich hier mache? Warum? Ich suche nach Gold. Wenn ich reich bin, kaufe ich ein Haus in Kanto. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ach, das ist schon Spiel gerade, ne? Alter, hey, ja, wer bist du? Ich rufe die Polizei. Hey, Lady, Poké-Dollar. Oh. Oh, nö, echt nicht. Hier war irgendwie auch nichts Gescheites drin. Das macht ungefähr null Spaß. Ich muss mal gucken, was hier abgeht und dann schauen wir weiter. Da bin ich wieder. Okay, wir müssen Island 2 in der Spielhalle irgendeinen Menschen erst ansabbeln, um dann hier in Island 3 die Dudes zu verscheuchen. Ha! Diese Schmutzigkeit. Naja. Cool sind die modernen Spiele, weil du da irgendwie einen fucking Stern hast und weißt, wo du hin musst. Alt bist wie ich, ey. Hast du für sowas keine Zeit mehr. Da läuft er rum. Wo ist Irma heute? Genau, um diese Zeit bringt sie mir mein Essen oder so. Konnte ich nicht lesen. Hm, du da. Bist du ein Freund von Irma? Hast du Irma hier gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie sollte hier vor langer Zeit vorbeigekommen sein. Irma ist süß. Sie sieht mir ähnlich. Was wäre, wenn meiner Irma etwas zugestoßen ist? Bitte hilf mir, sie zu finden. Bitte suche auf Island 3 nach ihr. Hä? Das ist die Spielhalle? Wie tief kann man noch sinken? Diese Narren. Sie sagten, sie würden auf der Insel warten. Also wo sind sie? Hey du! Ist das hier das einzige Island 3? Versuche aufzuwachen, bevor du aus dem Bett kriegst, du Halodri. Das ist Island 2. Beweg dich und nimm deine Dreckschleuder vom Motorrad mit. Hä? Oh, hab ich. Diese Insel sind verwirrend. Ich gebe ihm recht. Ich bin aktuell ein Freund der Biker. Sieh dir das nur an. Dieser Lodri hat meinen Teppich abgenutzt. Wow, dann heul halt, Brudi. So, dann fahren wir jetzt fucking zum nächsten Island. Ah ne, da waren wir ja schon. Da. Warum habe ich nur ja gesagt? Das ist doch so... Ich hätte jetzt vor allem fast auf A gedrückt, um auf Island 1 wieder zu gehen, ne? Ich glaube, dann hätte ich was zerstört. Zornig machendes Spiel. So, Irma, wo bist du? Bist du der Boss? Geh sofort zurück nach Kanto. Hä? Ich bin gerade hier angekommen. Was soll deine feindselige Einstellung? Das ist so abweisend von dir. Deine Anhänger haben mit ihren Motorrädern alles verwüstet. Hast du eine Vorstellung, wie viel Ärger sie auf dieser Insel gemacht haben? Nein, ich kapiere es nicht. Sieh dir das an. Was machst du, um dich zu amüsieren? Du solltest uns dankbar sein, ein wenig Schwung in dieses verschlafene Nest gebracht zu haben. Aber wenn du willst, dass wir verschwinden, dann tu auch etwas. Grrr, du Feigling, im Rudel so stark. Kommt her. Was glotzt du so? Ist aber nicht sehr höflich. Ist mir vielleicht etwas zu sagen? Ja. Ey, dein Mut gefällt mir. Du wirst Geld an mich verlieren. Ich finde auch die ganzen Dialoge hier echt nicht geil. Also das ist sehr... Ist kein schöner Part am Spiel, finde ich. Biker Schläger holt einen Groudon raus. Er heißt einfach Schläger. Oh, es ist so kacke. Es ist so kacke. Dürre von, ja, intensiviert die Sonnenstrahlen. Oh, ich habe so keinen Bock auf ein One-Shot-Erdbeben-Volltreffer-Ding von ihm. Ja, moin, apropos One-Shot, das hätte ich nicht gedacht. Alter, dass er einfach einen Groudon weg hat. Krass.
Okay. Wie Brava. Ah, wir haben ja nicht mehr so viel zur Auswahl eigentlich, ne? Ofen gut kommt zurück. Los, Muschel. Ab jetzt ist halt jeder Kampf echt große Gefahr. Wir versuchen es mal mit dem Surfer. Er ist logischerweise schneller als wir. Sehr aushaltbar. Gleißendes Sonnenlicht. Und eine Aquawelle, die ihn killt. Ah. Huh. Huh. Okay, Sandgrab scheint sowas wie Klammer zu sein. Oh. Das ist so blöd jetzt. Ich hätte schwören können, dass die fucking Aquawelle ihn killt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so viel schwächer ist als ein Surfer. Wahnsinn. Wir machen mal ein Safety Heal. Statusprobleme, ne. Tafelwasser ist gut. Muschel, gönn dir. Mit etwas Glück killt das Viech sich jetzt selbst, indem es sich verwirrt attackiert. Beste, danke. Genau dies wollte ich. Nicht mehr und nicht weniger. 999, sehr gut. Bikerschläger. Was ist das für ein Kind? Und wir gewinnen 740 Poké-Dollar. Arquag ist nicht zu lachen. Bist du nicht aus Kanto? Das sollte es auf unserer Seite sein. Was mir auch nicht so bewusst war, ist, dass wir uns in Johto befinden, offensichtlich. Bikerschläger. Heißen jetzt alle Bikerschläger? Was ist das denn? Okay. Natürlich bedroht uns Magnaien. Natürlich tut er das. Versuchen es mal mit dem Schaufler. Wo ich nicht mal glaube, dass da Feuer dran ist. Ganz und gar nicht. Ist irgendwie Unlicht. Schade, Bodycheck hätte auch treffen dürfen. Es gibt ja auch Schaden an dem Anwender. Oh, wow. Was für eine belastende Schwäche Schaufler hat. Krass. Ja, dann halt Flammenrad. Was ein Ultra-Unterschied. Ja, Spezialangriff ist halt echt was Feines. So, gab uns 1000 Erfahrungen. Das war's auch schon. Schläger hatte nicht mehr. Hör auf rumzualbern. Wir gewinnen abermals etwas über 700 Poké-Dollars, wo ich mich aufrege. Wir sind uncool. Boss hierher eingeladen, aber du musstest es vermasseln. Du hast uns lächerlich gemacht. Ja gut. Ja gut. Behaupten wir, ich habe sie lächerlich gemacht, nicht sie selbst. Auch wieder nur ein. Logok? Oh. Da können wir dann wirklich mal den Schaufler in der Hoffnung einsetzen, dass er Damage drückt. Ja, okay. Und Sandwirbel, fieses Möb. Jo. Das passt schon. Feuerfeger. Niemals. Ha. Verecke. Alter, okay, jetzt hat er irgendwie 3 von 4 Moves halt auch gegen uns eingesetzt, ne? Oder vielleicht 3 von 3, man weiß es ja nicht. Bei diesem Randomize muss es ja nicht unbedingt auch so sein, dass die immer wirklich 4 Skills haben. Die Pokémänner. Ofen, the real MVP, ey. Einzigen mit einem vernünftig hohen Level, der Boy. Neu 760. Geld. Boss, mit was gegen dieses Kind unternehmen? Ach, finally, ich dachte schon, ich muss gegen alle kämpfen. Hab dich beobachtet und ich würde sagen, dass du genug angerichtet hast. Was bist du? Ihr Freund oder was? Dann musst du an ihrer Stadt mich antreten. Gegen mich antreten. Oh ja. Hi, Glatzkopf. Gut, Paul. Damit kann ich leben. Kleines Feuerriegel war ich auch mal. Ich großes, mächtiges Ofengetier.
gerade gewundert, aber gut. Ruckzuckieb darf natürlich Priorität haben. Und geschaufelt. Ah, dankeschön. Es dauert halt immer so scheiße lang, der Angriff, ne? Deswegen bin ich über jeden One-Shot so froh und dankbar und glücklich. Wenn du jetzt nochmal ein Feuer-Pokémon hast, wäre es noch geiler. Yes, okay. Wir wollen ja mal, dass unsere Muschel sich so langsam entwickelt. Weil das natürlich lange nicht reichen wird, ne? Es ist halt ein so ultra unterentwickeltes Pokémon. Das halt trotzdem schneller ist als wir. Ich hätte mich so nicht gewundert, wenn wir jetzt angefangen hätten zu brennen. Wir Steinwasser-Pokémon. Okay, fast 1000 ist doch wesentlich mehr, als ich gedacht habe. In Ordnung genug, wir verschwinden wie gewünscht. Wir freuen uns schon, den Rest dieser langweiligen Insel zu sehen. 936 an der Stelle sogar. Fein, fein. Humpf. Geh nur und häng mit diesem Typen ab. Machen wir, aber in der nächsten Folge erst. Von dem her und in dem Sinne, danke fürs Zusehen, wünsche euch jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.